Ach Scheiße, jetzt bin ich online gegangen und noch gar nicht mal auf dem Server drauf. Warte mal, ich fahre kurz wieder raus, weil ich auch ich 10-mal in Terezinung und hab das in den falschen Fall reingeloggt und hab halt rausgelaufen, hab mich dann getötet, der war auch so ein dummer Moment, aber das war das einzige, was schief gelaufen ist, beim zweiten Versuch geschafft. Oder mit oder den Fahrradfahrer zu zählen wolltest. Ja, das war bei allerdings Neugieren. Achso, das war bei Feier. Bist du jeden anderen? Was hat trotzdem voll mehr? Ich will einen haben, da kann ich nicht den Gebüsch, ich verliere den. Ich will noch einen. Und der erste war von Hall gefressen und hat es dann verschwunden. Den Club habe ich dann geschafft, aber. Ja. Ich habe irgendwie 4 oder 5 Mal und zur Tod ganz. Oh, der Check ist schon nicht da. Das ist weg. Ja, ich hab extra die Pachis rausgesucht. Achso, Pachis war auch in der Nähe gespawnt, aber ich hab leider nicht mehr gebaut. Was ist das neue Passwort vom Server jetzt eigentlich? Ja, ich hab nicht mehr gebaut. Der hat sich nicht geändert, ne? Muss man nur kurz warten, bis alles lädt. Oh. Ich bin zu leise. Scheiße. Immer noch zu leise. Ja, Wochenende muss ich arbeiten, aber ich habe zum Glück nur kurze Schichten. Was sind kurze Schichten bei dir? 3 Stunden? Nur 3 Stunden. Ich meine, das kann trotzdem anstrengend sein, je nach Schicht, aber trotzdem ist es dann. Ich könnte was machen, da hingehen, wieder zurückkommen. Vielleicht bin ich ein bisschen müde, je nachdem, aber. Trotzdem 3 Stunden ist sehr wenig eigentlich. Oh. Ja, das stimmt. Ich bin immer noch zu leise. Das ist auch auf dem Stream ziemlich ruhig, ja. Oder was noch? Ah, ich hab Lautstärke fast gar nicht, ja. Wann hab ich noch ein Audio-Verstärker rein? Also, Audio-Verstärker ist erstes. Aber ich laut noch irgendwie. Okay. Das matcht sich mit der Spielaudio gerade irgendwie so ein bisschen. Das Spielaudio ist zu laut. Ja, nee, nicht mehr wirklich, sondern irgendwie. Das ist so dumpf, dass du dich genau sagen kannst, wie ich spiele heute. Auch wenn ich das lauter mache, höre ich dich irgendwie nicht so gut. Okay, und jetzt? Ja, muss ich wieder reinschauen. Und jetzt ist es besser, oder? Sägen mal ein bisschen. Ja, und wie hört man mich jetzt? Von der Sprache her und vom Spielsound her ist es besser. Ich habe jetzt noch einen Audioverstärker reingehauen. Die Ausschwenkung ist eh im gelben Bereich, also eigentlich ziemlich von der Lautstärke her sollte es okay sein. Perfekt. Okay, passt. Das müsste, ja gut. Na dann. Eine Woche? Boah. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und nochmals arbeiten. Ah, oh, ich hätte so Bock weiter zu zocken auf der Map, aber ich muss alles mal aufnehmen gleichzeitig, weißt du? Ich war zu Hause, weil es mir komplett war, ich zurück geht. Warum bist du krank? Also, Pauli, du kannst ja dann auf der PS4 raufkommen. Ich? Ja. Aber hab ich auch schon lange nicht mal richtig gemacht, ne? Aber ich kann mal ein Kabel zu wechseln, also so einen anstrengenden Monitor umzukippen, Kabel wieder rauszufüllen, Alter.
10 Jahre lang versuchen einzustecken und jedes Mal das Ding falsch zu haben. Das ist schlimmer, Ja. als arbeiten zu gehen. Wird Zeit für einen zweiten Bildschirm. Aber, ja. Zweiter Bildschirm, ey. Ja, wenn überhaupt, dann kann ich mir jetzt nicht andere was holen, ey, weil ich diesen Monat nicht so das Geld haben werde. Ja, Kopfweh brauchen wir uns soweit. Hohe, gute Besserung. Hast du was eingefangen? Ach, gute Besserung auch von mir. Er hört dich eh. Ich bin gerade noch mal überlegen, wie ich vielleicht die Titel besser haben kann. Und vielleicht noch was ich als Thumbnails machen kann. Ich hab keinen Bock auf flashy Text-Thumbnails. Ich glaube, ich mache einfach so einen auf. Ich suche mir in-game eine schöne Szene aus, die nachher gekommen wird, und dann mache ich das als Thumbnail. Oder so mäßig. Oder wie deine Ist mehr. Zeichenkunst. Ja, das mache ich aber nur bei Livestreams, dass mich die Leute abscheuchen. Danke und danke an deinen Freund für die Besserungswünsche. Ach ja, Montag, der WhatsApp von Kühlkühl. Kimberly Corp bekommen wir. Je. Schade. Auf der Aufnahmedatei ist nicht schlecht. Ich habe auch einfach voll verpeilt. Ich habe mich so gewundert, hä? Als ich letztens ein Video rein, dann hieß der Speicherplatz fast voll. Ich so, hey, was? Ich habe doch einen Terabyte. Guck ich so nach. Ich habe alles auf dem C-Drive gespeichert und nicht auf die Festplatte. Scheiße. So Festplatte noch komplett frei, so 0% belegt. Ich dachte, das wird automatisch sein, aber auf der Festplatte muss man sich extra Ordner anlegen. Ja, mal sehen, wie schnell das voll wird. Habt ihr euch vorher noch nicht getroffen oder hast du es jetzt einfach so gefragt? Das gefragt. Ach, ging mich ja nicht. Für den Chat. Buch, das ist auch schon leer. Aber da ist eh noch Essen, okay. Gut. Ich muss mir jetzt einen Drachen wiederholen. Ich hole mir jetzt einen Ember-Drachen. Oh, ich freue mich auch schon, Drachen und Rock Drakes auf der Map zu holen, alles drum und dran. Apropos, es hieß ja, die hat noch einen eigenen Discord-Server. Wollt ihr auch zeigen, was sie halt machen? Ja, nee, nee, ich habe noch voll vergessen. Ich wollte den Discord-Server von dieser Map joinen, damit ich weiß, was da alles abgeht mit der Entwicklung. Pauli, wie geht das? Ich habe eine schlechte Wie Nachricht. geht was? Was bekommen? Was ist denn schlecht? Dein Steuerhinterzug ist gerade getötet worden. Oh oh. Das Finanzamt wird gewinnen. Aber der war eh gedeckt. Alles deine Schuld, Louis. Ich verzeihe dir die wieder. Ach, der war aber eh in deiner Base. Nee, ist jetzt Was ich bei der mitbekommen. Map noch richtig geil finde, das habe ich noch nicht entdeckt, aber man kann auch ab und zu mal so verlassene Dörfer finden oder komplette Ruinen und Staudämme und sowas. Vielleicht ein bisschen rumfliegen, weil der wie es geil ist, das alles zu sehen. So geile Map, ne? Gesagt, wird besser als Ragnarok. Schon allein aus dem Fakt, dass alle Map-Teile bis Extinction sogar irgendwie eine Rolle spielen werden. Ach, es kommt wieder eine andere, eine bessere. Ganz ehrlich, aber Maguero war schon, fand ich, eine ziemlich geile Map.
Auch wenn es nicht alle so perfekt sind. Wegen der Größe einfach nur wahrscheinlich. Das, was sie hatten, war extrem geil, deswegen bin ich gespannt. Am besten nicht suchen, Jack, es kommt dir von alleine. Ach so, jetzt weiß ich. Parallel werden wir in Helheim, Yggdrasil und Valhalla sein. Geil. Uff, Valhalla, okay. Bin ich gespannt, wie die es machen. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ich glaube, die haben noch keinen eigenen Boss. Da sind jetzt noch die Island-Bosse drauf und sowas. Wäre auch cool, wenn die irgendwann so einen eigenen Boss in dieser Map haben werden. Aber die Map ist groß, oder wie? Größer als Ragnarok. Ich weiß jetzt nicht, wie groß. Ich habe. Es ist auf jeden Fall schon eine Menge zu erkunden. Wurde, glaube ich, ges ein YouTuber hat, glaube ich, gesagt, eineinhalb Mal so groß wie der Island ungefähr. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Island insgesamt war. War nicht so groß eigentlich. Ist aber auf jeden Fall größer. Also. Und mit den Sachen, die dazukommen werden und mit dem ganzen Höhlensystem, ist es natürlich noch mehr zu sehen dort. Aber jetzt oberflächlich irgendwie einmal der Island und ein halben der Island irgendwie daneben irgendwie so. Weiß nicht. Vielleicht sogar jetzt mittlerweile noch größer, weil das Video war alt und da war noch nicht alles da. Ist aber ich bin jetzt gerade vor einer Stunde oder so bin ich erst aufgestanden. Hab mal wieder den ganzen Tag verpennt. Hey, wo ist jetzt mein Hoverboard? Ah, der teleportiert nicht mit, ne? Wann musst du morgen arbeiten? In der Nacht oder Ja, am Nachmittag? 18 Uhr. 18 Uhr, okay. Abends einfach. Ich mach mal Schicht im Nachmittag bis abends. Ich glaube, ich bisher nur ein einziges Mal eine Nachtschicht übernommen. Und das war auch nur, weil der Kumpel gefragt hat. Freiwillig mache ich das ungern. Okay, der kann da nicht landen. Ah, es geht auch nicht. Nur dann muss man fliegen. Ach, wenn du was Gruseliges, aber lustig sehen willst, musst du dir Monsterjäger German angucken. So funny. Okay, kenne ich gar nicht. Um was geht's da? Ist das eine Serie? Oder so Doku? Mit Geister. Ich stehe voll auf Paranormales. Die Emberdrachen findet man beim Vulkan, gell? Polly. Die Emberdrachen Ja, findet man beim Vulkan. Okay. die normalen friedlichen, ja. Aber die sind nicht allzu oft, soweit ich weiß, also wir müssen ein bisschen rumsuchen dann. Okay. Ich werde schon einen finden. Wo ich hinfliege? Zum Vulkan. Ich will mir so einen Drachen holen. So einen Emberdrachen. Mal. Ah, da.
Darauf liegt schon einer. Fuck, noch nichts vorbereitet. Scheiße. Okay, schnell, schnell, schnell. Das sind so 5 oder 6 Befloppte, die mit Waffen uns in der Nacht im Wald jagen, also welche die uns gekillt haben und den hinterlassen haben. Oh. Muss ich mir mal anschauen. Drache, Drache. Bist du? Ach, Oh, scheiße. die wollen auch noch Wettereffekte einführen, so Schneestürme und Nordlichter. Geil. Ah. Arschloch, es bleibt doch mal picken hier. Was ist das für ein glitschiger Drache? Schnell, schnell, schnell. Na gut, machen wir's anders. Scheiße, wo ist der jetzt? Ah, ich hätte eine Bärenfalle mitnehmen sollen. Und Honig. Wie willst du es denn sehen? Ich habe keine Ahnung. Willst du es gerade sehen, oder? Ja. Du musst Primärkristalle haben, du Idiot. Mein Scheiß, echt? Pass auf, die nehmen dich hoch. Ach du fuck. Ich dachte ganz normales Fleisch. Nee. Du musst sie passiv zählen, also du musst sie füttern. Oh Gott. Hast du bei meinem Crystal Eyes hat nicht aufgepasst? Doch, ich hab's wieder vergessen.
Ah, ich muss den Ei betäuben und dann bekomme ich die Kristalle, oder? Du kannst auch mit anderen Drachen machen. Du kannst zum Beispiel bei mir im Biom Crystal Wyvern Tropical betäuben, Kristalle nehmen. Bei Helmi ist ja der Boost so groß, brauchst du nur ein Primärkristall. Okay, Es geht auch mit normalen Kristallen, aber das dauert arschlang auf dem Server. Auch auf diesem Server. na toll, das GPS habe ich auch nicht dabei. Gut. Wir sind da bei diesen komischen Dingern. Okay. Da der Zimmer Dimitrodon, damals mit übelst nachgesprungen. Das klingt lustig. Ja, muss ich mir dann anschauen. Oh Gott, 1 Stunde und 20 Minuten am Material durchkämmen. Und dann noch mehr. War die eine Folge, die ich schon hochgeladen habe, weil da habe ich auch von 1 Stunde auf, oh, wie war es mal, 45 Minuten oder so gecuttet. Achso, hast du auch immer Kopfschmerzen oder was? Wo ist denn die Base von Helmi? Ah, jetzt hat es gelandet, cool. Hast du Honig bei dir? Rein zufällig. Polly. Hast du Honig bei dir rein zufällig? Nö, überhaupt nichts. Musst du die Honig-Cave reinziehen. Scheiße, genau das bin ich nicht. Falls ich nicht hören kann, ich mir gerade mal ein Video bearbeiten und übertöne dich ein bisschen. Achso. Egal. Fuck, was ist das jetzt? Rauskaut, oder? Was? Wie? Monster. Jäger. Wir fahren zu Trapper. Wir haben ein Treffen angesetzt. Wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit er mit dem Chef der Bösen telefoniert hat. Es klingelt. Was? Hast du was auf dein Handy geschaut oder so? Ja. Ein Trailer von. Ich hab voll aus dem Leben gehauen, weil ich gerade eingeschlossen bin. Achso. Ja, genau, hey, sowas taugt mir voll. So muss ich mich später reinziehen. Solche muss. So voll die Rednecks, die auf Monsterjagd gehen.
Jetzt wieder auf dem Server. Das ist mein Hoverboard. Da oben. Ja, gute Nacht. Das jetzt noch rum? Ah, jetzt. Oh, oh, oh. Hey. Guck weiter jede Folge, das werde ich fix machen. Das ist auch voll meins. So. Kristallgetrachten. Da. Jetzt, wo ich den suchen, kommt kein einziger. Aber sonst, wenn ich immer rüberfliege, oh, viele. Da ist auch nichts. Schon fast vorbei. Ach, da kommen wir wieder zur Base. Duck. Ah, da hinten, oder? Ja, voll. Geil. Okay, das brauchen wir nicht. Ach, das habe ich voll vergessen zu sagen. Den ersten Raptor, den ich zählen wollte. Da war ein Tech-Raptor am Strand, Level 168. Sah voll geil aus. Genau da, wo ich auch hingehen wollte, musst du 10 Boots schon fertig gemacht von anderen Viechern. Nein. Oh, scheiße, richtig. Das ist zart. Ja, es sind alle Raptoren, ich hab irgendwie 4, alle waren noch Level 20 oder so. Urschwach, die Viecher. Aber in der Masse machen die schon ein bisschen Schaden. Da war doch gerade ein Drache. Wo ist denn der jetzt?
dass der... Nee, das war fix ein Drache. Oder war das echt ein Tapajara? Na gut, dann habe ich mich doch geirrt. Na, da ist er ja. Wieso glitscht der immer raus? Unglaublich. Na wenigstens. Haha. Ach, der ist schon da. Deck Crystal. Also Level 18. Crystals recharging. Na gut. Uff, der schaut auch geil aus, bist du dort. Ich merke, das ist jetzt. Was denn? Ich versuche meinen Raptoren zu füttern, damit er ein bisschen schneller Heilung kriegt, aber ich habe versehentlich das Fleisch eins in mein Inventar zurückgegeben, weil ich dachte, so füttert man das. Ja. Du bist schön. Dich will ich haben. Jetzt bleib mal stehen. Scheißstreicher. Boah, warum setzt das nicht? Oder? Glitscht der Fuck doch raus. Machen wir's anders.
Jetzt lass mich auf den Rücken. So. Das ging jetzt aber schnell. Ja klar, auf den Server. Hast du ja mal einen Schicken rausgesucht. Oh, der schaut doch geil aus. Schau. Ich sehe es. Echt schicke. Eigentlich wollte ich einen Ember, aber dann ist der gekommen. Ich weiß gar nicht, welches Level. Wenn du so viel Kristall wieder hast, kannst du dir ja IA-Spieler holen. 107, wäre nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wo dein Drache hingekommen ist. Was du mir damals geschenkt hast. Das habe ich auch irgendwie random getamed. Aber der ist weg. Keine Ahnung. Hast du überhaupt einen Weihnachtskalender? Nein, ich habe keinen Weihnachtskalender. Ich habe auch keinen Weihnachtskranz, keinen Weihnachtsschmuck. Gar nichts. Du? Bei mir ist alles kalt. Kalt und trostlos. Keine Weihnachtsstimmung. Der Grinch. Genau. Weil ich muss sonst so zu Weihnachten, Silvester arbeiten. Alle Feiertage durch. Zack. Ich glaube, die Weihnachtstage werden nicht so schlimm, als ich Deutsche kenne, also werden die bestimmt alle noch. Ich glaube, der Familie ist so schön zur Tankstelle und sich irgendwie Brötchen holen und sich aufregen drüber, dass da was ausverkauft ist. So war es letzte Weihnachten jedenfalls. Okay, scheiße. Das ist für ein Arsch. Okay. Ich verstehe es echt nicht. Wie lange? Das ist ein Deutscher, ey. Letztes Mal Weihnachten, da war ich ja um 5 Uhr morgens schon dort zur Arbeit. Mhm. In Deutschland ist das so drauf, die stellen sich schon so um 5 Uhr morgens gefühlt für eine ganze Stunde lang draußen an, um Brötchen von einer fucking Tankstelle zu kaufen, Alter. An Weihnachten. Und wer macht das? Wieso seid ihr bescheuert, Alter? Um 5? 5 Uhr morgens, ja, Alter. Ja, war schon 5 Uhr da. Da war schon um 5 Uhr morgens schon alles fallen. Danach wurde es noch schlimmer. So lange. Ich meine, es ist viel um das für die Tankstelle, aber ich verstehe jetzt die Leute selbst nicht, die da jahrelang anstehen. Selbst im Notfall würde ich für Weihnachten nicht mal so einen Aufwand machen. Das ist ein viel zu schöner Tag, um sich so einen Stress zu nehmen. So, da. Ich hab mich die Kauke geballert. Du musst zwar nach Silvester, aber soll ich mal mit deinem Chef reden? Ja. Mach das mal. Hau den Chef zusammen. Chefin. Ich habe eine Chefin. Hau die Chefin zusammen. Oh, ist aber gutes Geld, alles doppelt bezahlt. Ja, die Zusätze sind echt was Schickes. Deswegen kann ich es mir auch erlauben, dass ich den Rest des Monats eigentlich so kurze Schichten habe. Normalerweise wird mein Chef mich mehr einteilen. Ah, okay. Aber Weihnachten heißt mehr Geld, also.
Jetzt. Scheiße, ich habe kein Auto da nicht. Naja, aber du kannst ja mit der Schnellbahn herkommen. Oder mit dem Fahrrad. Das sind ja nur ein paar tausend Kilometer. So. Das nächste, was ich kaufen muss, ist eine bessere Beleuchtung für die Kamera. Ui. Ja, ich hab's Streamer-Modus. So, da. Runter. Wie groß ich bin? Keine Ahnung. Ich glaube 1,69. Irgendwas so. Also nicht sehr groß. So. Aber jetzt soll ich mein Ember Drache. Ich bin 1,90 mit 14. Wie ist das? Kannst du ein Basketballspieler werden? Nun ja, hoffen wir, dass der Rücken gerade bleibt. Ne? Der nächste Michael Jordan. Mit Körpergröße muss man natürlich auch gut arbeiten, ob der Größe auch in Form bleibt. Aber der Bärenfallen wollte ich noch. Habe ich auch schon oft genug 2 Meter Typen gesehen, die aber so einen Buckel im Rücken haben, weil die nicht viel gemacht haben für. Da fällt es am meisten dann auf. Rückentraining meinst du? Ja, allgemein muss das nicht. Natürlich jetzt nicht sein auf Gym-Typ sein, sondern einfach nur aufpassen, dass man nicht so krumm ist. Das ist mit dem, was ich gesehen habe. Und wenn man jung ist, ist es eigentlich noch ein wichtiger. So. Ich hoffe, ich finde die Stelle wieder. War ich mal wieder AFK für ein paar Minuten. Wie viele Stunden Videomaterial musst du jetzt durchgehen? 3 Stunden? Pauli? Wie viele Stunden musst du jetzt durchgehen? 3 Stunden. Ich bin jetzt, also das eine habe ich schon fertig, also jetzt habe ich jetzt dieses Video. Bin jetzt gerade in 13 Minuten Marke drin.
Und das andere mache ich dann vielleicht morgen oder so. Ich habe Bock, diese ganze Nacht hier alles durchzugucken. Sind das diese Aggressiven hier? Ich glaube schon, oder? Landest du bitte? Danke. Glitscht der da auch raus? Was ist das? Wenn du schon Kristalle hast, musst du sie nicht einfangen. Geh einfach hin und Tap jagen. Ach so, okay. Musst du nicht diese Mühe machen. Ja, jetzt ist er weg. Du kannst in Lava schwimmen, ohne dass du stirbst, schon gewusst. Ja, mach einfach. Was ist Was das ist denn? wichtig, das ist wichtig, dass du all deine Items da hast, während du es machst. Sonst klappt's nicht. Am besten ein bisschen Element mit oder so. Naja, das habe ich eh genug. Tatsächlich. Jetzt hab ich Hunger, fuck, und ich hab kein Essen mit. Bitte flieg nicht runter. Ja, solange die auch keinen Hunger haben, landen die nicht. Ah, ist aber ein Checker, den du gefunden hast. Oh ja. Thanksgiving-Farben knallen wohl rein. Aber ich hoffe, ich flieg nicht runter. Oh, sogar fast auf Maximallevel. Solange du drauf bleibst und dich nicht unnötig bewegst, sollte alles gut sein, außer der kratzt sich auf dem Baum. Es macht einen aber nervös, ich kenne das noch von Minecraft Let's Play, als ich das legit gemacht hatte mit deinem Drachen. Ich hab auch gedacht, also ich fliege jeden Moment runter, ey. Gut, komm, 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 Alter. DNB. What server is it? Ja, it's a private server von einem Friend of us. PvE. Komm schon. Oh, nice. Okay, wo bin ich? Nice. Jetzt weißt du, dass ich das als Doppel-Upload machen? Ich möchte nämlich nicht zu viel auf uploaden, sonst geht eine Folge irgendwie in die Watchliste verloren. Ich glaube, ich mache mal so. Fair. Ich lade alle 2 Tage hoch und mache genug Aufwand für 10 Folgen pro Tag. Oh, Fleisch brauche ich hier. Okay, check einmal. Folgst mir, ne? So. Wo ist mein Hoverboard jetzt? Thanks for the Abo. Really appreciate it. Thanks for the Abo. Da. Thanks for the Sub, heißt. Ah, Sub. Subscription. Klingt Sub. immer so lustig. Sub. Ist Sub. Englisch beste Sprache. Subscription. Yes, a Subscription. Subscribe. Subscription. Subscribe. Habe ich jetzt mein Hoverboard da? Da-da-dum.
Aber wenn ich schon da bin, warte kurz. Komm, lande. Warum landest du nicht? Ah, jetzt. Endlich. Dann schnell zurück zur Base. Mal. Irgendwann muss man beginnen, die Artefakte zu sammeln. Dann Dinos züchten und dann den Bosskampf. I play on PvP server where everyone raids me. Oh, that's too bad, man. You're playing alone? Or in a tribe. Element ist noch genug da. Ah, das schaut echt schön aus, das Deppert. I think PvP impossible. I don't know. I've never played PvP before. But I think if you play PvP alone, it's much harder than a tribe. Die Kristalle verfallen werden, okay, warte. Ach,
Scheiße, Zundbühl vor, ich kann's mehr. Habe ich kein Öl, scheiße. Muss ich das Öl hier geben? Sag nicht, habe ich kein Öl. Ach, damn. Bacharin aus, wo sind die? Ach, die stehen hinten ganz auf chillig. Neben den Rex. Und haben vorhin zwei Raptoren getötet. Mal kurz warten, ist das Ladethema urlange. Ach, die Raptoren habe ich ja auch noch da. Fuck. Sonst braucht die kein Öl mehr. Das ist eh leer. Ah, die muss ich noch großziehen. Okay. Shadow Base. Aber ja. Was ist das? Ach. Oh, das habe ich ja gesagt. Stirb. Hey. Was geht? Ich will meine Dings wieder haben. Achso, ja, muss man mal schauen zum Helm seine Base, was der alles neu gemacht hat. Also, das ist eine neue Base.
Boah, ich liebe diese sauren Streifen. Boah, bist du da. Es kann was, bist du da. Und die Pajerinos sind hier. Ja, cool, jetzt ist das Video schon auf unter einer Stunde und ich bin nicht mehr bei der Hälfte hier. Geil. Muss mir ein bisschen eine Menge rauscutten. Wie gesagt, es war so eine 10-Episode und deswegen gab es da viel leerer Zeitraum. Absolut uniker. Das schmeckt ja nach Wasser als Frucht. Was ist das? Kann ich gar nicht. Denen geht's auch gut, passt. Ist überhaupt Nacht beim Helm auf dem Server? Ich spiele schon fast eine Stunde. Ja, der ist wahrscheinlich den Tag so hart eingestellt, dass es mittlerweile schon keine Nacht mehr gibt, gefühlt. Aber weißt du, der mag das Spiel, aber er hasst alles an Spiel, was Spielmechaniken angeht. Der macht nur das, was er bauen kann. Ja, das stimmt. Aber er mag keinen Creative Modus. Und keine Tech-Sachen. Ich glaube, wie der Helm auch offiziell zocken, nach, wenn man einstellt, ich gerade auf PC-Server habe, dann wieder, glaube ich, nach 5 Minuten aufhören zu spielen. Dann wieder, glaube ich, einmal pflücken gehen, sie aufregen, dass er kein Fiber hat und zurück bei seinem Server und weiterbauen und glücklich sein. Das kann schon sein. Ja, aber es fühlt sich schon anders an, wenn man mit einer Axt eine Runde hacken gehen muss, um ein paar Steinfoundations zu bauen. Vor allem, das dauert ein Hausbau gleich wieder mehrere Stunden. Also Stunden nicht, aber viel länger Es als kommt darauf Pauli. an, es gibt, wie gesagt, auch auf offiziellen Einstellungen, also auf einmaliges, gibt es trotzdem genug Wege, um richtig gut an Loot ranzukommen. Man muss einfach nur
paar Tems holen und seinen Kopf einsetzen, weißt du? Da kommt man schon gut zurecht. Natürlich würde ich das alleine nicht auf mal 1 machen. Das ist einfach nur schwierig. Mal 2 ist ganz in Ordnung. Vielleicht sogar ein bisschen höher, wenn man ein bisschen weiter drin ist. Wenn man die großen Sachen vorhat, dann ist es natürlich besser, um so mehr zu haben. Aber zockt man einfach nur, um die Map kennenzulernen, sowas, da würde ich niemals zu hoch einstellen. Halt, wie viele Satteln habe ich hergestellt? Sind das nicht die Sattel? Okay. Ach so. Voilà. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und ja, so lange ich mir wähle, nur vier. Zwei, du bist im Weg. Vierte. Eins, zwei, drei. Games-Fan fällt. Wo ist denn der? Ich hab Klo. Hinterm Busch. Ist weg. Komisch. Okay, das sind die Sachen vom Steuerhinterzug.
2 fehlen. Okay. Die können nicht da sein, weil die waren nicht auf Wandern eingestellt. Komisch. Sind sie tot, der, die Rote und... Ah ja, voll. Der Grüne und der Rote, ja. Na, da fehlen 3, oder? Der Games-Fan fehlt auch. Komisch. Die hat ein starkes Level, die T-Rexe waren da zum Schutz. Essen ist da. Mal volles Lock. Wie geht denn das? Ja, Pauli. Pauli? Hm? Wie kann man die Todesliste anschauen? Im Spiel. Bei den,
Musst du auf ein Inventar gehen und irgendwie weiter nach rechts durch die Logs schauen. Was? Geh aufs Inventar? Inventar. Ja. Bin ich? Drück ein paar Mal auf Optionsknopf, dann kommst du weiter rechts in den Logs rein. Aha. Triple Wenn das nicht so lange her ist, kannst du es dann auch sehen dann. Steindecke. Patrick ist getötet worden. Okay. Dann Limi 1 Level. Limi? Ah, okay, ist aber nicht von uns. Eins, zwei, drei. Ist aber kein Todeslock da. Also gestorben sind sie nicht, seitdem ich das letzte Mal eingefroren habe. Na komm, es hängt doch nicht. Aber wo sind die dann, Alter? Auf Wandern habe ich die nicht gestellt gehabt. Also das heißt, sie sind immer nur am selben Platz gestanden. Buckelpelle sind alle leer.
Ach, da gibt's ja auch einen Kreis. Okay, warte mal kurz. Okay, hier ist auch nichts. Komisch. Okay, wo sind die dann? Komisch, komisch, komisch. Ich suche eine Wildschwein. Sind, nicht da, sondern. Ich glaube, beim Helmi war das. In der Schneeregion. Ich bin auf Schlaf von morgen 21:30 Uhr. Ja, morgen stream ich, aber ich sag lieber keine Uhrzeit. Aber ich versuche früher zu streamen. Na dann schlaf gut. Ja, danke fürs Reinschauen. Falsche Richtung. Also für den Bosskampf habe ich gelesen, ein Jutta, ein Wildschwein, Parexe und den Rest.
Drachen. Alright, jetzt ist das schon von 1,5 Stunden auf 32 Minuten. Oder 36 Minuten. Von 2,5 Stunden? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Okay. In etwa, sag ich mal. Ne, warte mal, eine Stunde. 1,25 Stunden ungefähr. Sowas. Ja, was hat gesagt? Viel rauscutten. Sinken die Wildschweine? Es gab's doch immer hier welche. Immer muss man die Dinos suchen, die man haben will. Aber wenn man sie mal nicht braucht, kommen die massenhaft. Wen geht hier raus? Naja, wenigstens habe ich mal einen Kilo. Jetzt wird's dunkel, heute nach 88 Minuten Streamzeit. Genieß, wenn's dunkel ist, es passiert in einer halben Minute oder so. Genau jetzt, wo ich was zähmen wollte. Lul.
Alright, ich bin fertig. Sehr. Relativ schnell geschafft. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser drin. Erst einmal speichern, dann exportieren. Wurst, Käse, Semmel.
Sura. Naja, dann beende ich mal den Stream. Ich würde den nur noch Kacke machen. Bis wir uns dann beim nächsten Mal.